Dann gehe ich jetzt nochmal zum Eugen und gebe die anderen Tiere ab, die ich schon gefangen habe. Die neuen. Oh Mann. 3 Stunden schon dabei, hey. Ja. So. Den hier und den hier. So. Die hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon. Wer ist denn das? Johannes. Hey Mann, magst du vielleicht deine Kammmuschel an mich abtreten? Okay. Wow, voll großzügig von dir, Mann. Wer ist denn das, Alter? Da du mir deine Kammmuschel überlassen hast, habe ich dir auch eine coole Anleitung dafür. Die Perle, die du für diesen Bastelprojekt brauchst, sind krass selten und nur am Meeresboden zu finden. Falls ich selbst mal eine finden sollte, tausche ich sie gerne gegen weitere Kammmuscheln von dir aus. Ach, er will nur diese Muscheln. Okay. Geben mag wohl schöner sein als nehmen, aber wenn beide Parteien geben, ist's noch krasser, Mann. Und weil du's bist, gebe ich dir sogar noch ein paar weise Worte mit auf dem Weg. Dann pass mal auf. Kochen lernen ist einfach, wenn die Nudeln erstmal fertig sind. Probier einfach alle Gewürze durch, Mann. Pack das mal in deinen Oberstübchen. Ah ja. Peace out. Wollte gerade sagen, was ist denn das für einer? Den habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Den kenne ich auch gar nicht von irgendeiner Werbung oder so. Das ist außerhalb der Zone, wenn ich es gerade richtig sehe. Jetzt habe ich den gerade da vorne noch gesehen. Also eine Perle haben wir ja sogar zum Glück sogar schon. Das heißt, wir können gleich was Cooles mit der Perle basteln. Also das Tauchen lohnt sich, sieht so aus.
Oh, den habe ich auch noch nicht. Ein Pfeilschwanzkrebs. So, ich gehe mal zurück ans Land. Gib die Sachen beim Eugen ab und dann den Rest verkaufen. Jo, mach das. Bis später. Ein Krebs, eine Krabbe. Oh, wieder so ein Fisch, wieder so ein Fisch, wieder so ein Fisch. Komm auf Sand, Land. Fische, Fische, Fische. Ey, guck mal, ich habe einen zweiten gefangen. Haha, geil. Jetzt hatte ich zwei Stück, also ich könnte dir jetzt auf jeden Fall einen abgeben. Geil, jetzt habe ich zwei Stück, dann gebe ich auf jeden Fall. Ui, 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 Sternschnuppen, Sternschnuppen, Sternschnuppen.
So, eigentlich bin ich dann jetzt fertig. Ich verkaufe jetzt noch die Sachen. Den einen Fisch platziere ich hier. Oh, geil, auch mit Perle. Das wird so ein geiles Bad, Alter. Das sehe ich jetzt schon, Alter, mit den ganzen geilen Sachen hier. Das wird ein mega schönes Bad. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch auf die Toasti warten. Weil mehr habe ich dann auch jetzt gar nicht mehr zu tun. Tiefseetaucher, unsere schöne Insel ist von nicht minder schönem Meer umgeben. Also wirf dich in deinen Taucheranzug und ernte die Früchte der Tiefen. Je mehr du findest, desto mehr Meilen erhältst du. Höhö. So, Meeresfrüchten. Am Meeresboden treiben die kuriosesten Wesen ihr Unwesen. Wer die Unterwasserwelt gründlich erforscht, dem gehen zusätzlich auch noch die begehrten Nockmallen ins Netz. So, das war's. Ah, ne, da. Otter wie Otter. Wenn ihr irgendwo einen entspannten Otter auf dem Wasser treiben seht, lasst ruhig einen Kammmuschel springen. Dann lässt Nog Inc. vielleicht auch mal ein paar Meilen springen. Okay. So. Das gucke ich mir jetzt nicht mehr genauso an. Obwohl, die sind schon interessant. Der Hammerhai, Saison Januar bis März und der Dezember. Lebensraum mehr ist klar. Und dieser andere Schiffhalter. Januar bis März und Dezember, also fast die gleiche Zeit. Ach, da. Oh Gott, mal, wenn ich das alles jetzt noch durchgucken würde, Alter. Also durchlesen. So.
Also gut. Das. Kleinen Moment, Leute. Also Leute, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu tun da. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich gehe auf die Toilette und dann zocken wir noch eine Stunde Far Cry. Und das mit Toasty muss ich dann halt machen, wenn ich halt wieder Animal Crossing spiele. Und ja. Vielleicht schreibt sie, flüstert sie mich ja an. Ich raff irgendwie nicht, wie ich sie anflüstere, weil ich drücke auf Flüstern, aber passiert da nichts.